Hallo zusammen. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass Übeltäter sowohl im Leben als auch in Filmen meist ruhige und unauffällige Personen sind. In der Regel denkt man sich bei solchen Leuten, dass sie nichts Böses tun können. Doch das Aussehen kann täuschen, und das betrifft übrigens nicht nur Menschen. In der Tierwelt gibt es auch Raubtiere, die eigentlich ziemlich kuschelig aussehen. Diese Tiere sind oft um ein Vielfaches kleiner als ihre Opfer, was sie jedoch nicht daran hindern, ihre potenzielle Beute anzugreifen. Heute werden wir euch von solchen Tieren erzählen und euch anhand eines Beispiels beweisen, dass die Natur voller Überraschungen ist. Lasst uns loslegen! Gottesanbeterin. Geleitet von gewöhnlicher Logik kann man mit Zuversicht behaupten, dass Reptilien sich von Insekten ernähren und bestimmt nicht umgekehrt. Seid ihr euch da hundertprozentig sicher? Das ist aber alles nicht ganz so eindeutig. Zum Beispiel kann eine Gottesanbeterin als unglaublich aggressives Raubtier bezeichnet werden. Das Erstaunlichste ist, dass sie manchmal Tiere angreifen, die viel größer als sie selbst sind. Das können sowohl Eidechsen als auch Nagetiere und sogar Vögel sein. Vor allem aber bevorzugt die Gottesanbeterin junge und kleine Schlangen, die sie in Sekundenschnelle tötet. Die Fähigkeit, den Kopf um 180 Grad zu drehen, hilft ihnen übrigens, ein potenzielles Opfer zu entdecken. Nach Bestimmung ihres Opfers fängt die Gottesanbeterin langsam an, es zu verfolgen oder wartet geduldig auf eine Annäherung, indem sie sich dabei in Pflanzen versteckt. Sobald sich das Opfer in unmittelbarer Nähe befindet, greift das Insekt an. Außerdem ist es so blitzschnell, dass man es mit bloßem Auge überhaupt nicht erkennen kann. Dabei helfen dem Insekten starke Vorderbeine, die dabei auch noch mit kleinen Stacheln ausgestattet sind. Selbst Wespen oder gefährliche Spinnen wie die rote Spinne und eine schwarze Witwe stören die Gottesanbeterin nicht daran. Geduld und erstklassige Tarnung helfen ihr, den Gegner zu überlisten. Ja, ihr habt es vielleicht nicht gewusst, aber diese Insekten sind auch noch perfekte Tarnungsmeister. Sie verschmelzen wunderbar mit dem Laub. Manchmal machen sie sogar Pflanzenvibrationen nach, um noch realistischer zu wirken. Darüber hinaus sind einige Arten dieses Insekts in der Lage, sich in einem Gebiet, wo noch vor kurzer Zeit Feuer wütete, sogar schwarz färben. Das ist die höchste Verkleidungsstufe und das auch noch auf verbrannter Erde. Dickkopf-Stachelmakrele. Eine einfache Frage aus dem Biologieunterricht. Was fressen normalerweise Vögel? Wenn ihr meint, dass es Insekten und Fische sind, habt ihr recht. Aber nicht ganz. Es stellt sich heraus, dass es auch umgekehrt der Fall sein kann. Einige Raubfische haben nichts dagegen, Vögel zu fressen. Wie zum Beispiel die Dickkopf-Stachelmakrele, die im indopazifischen Raum, darunter auch auf den Seychellen, heimisch sind. Die größten Fische dieser Art können mehr als 1,5 Meter lang und etwa 80 Kilogramm schwer werden. Kein Wunder, dass solch riesige Fische eine reichhaltige Ernährung benötigen. So ernähren sich die Dickkopf-Stachelmakrelen von anderen Fischen, Weichtieren, Krebstieren und besonders große Fische, sogar von Vögeln. Im Magen einiger dieser Raubtiere wurden sogar Überreste von Schildkröten und Delfinen gefunden. Vögel jagen diese Fische normalerweise in ganzen Fischschwärmen, indem sie zur richtigen Zeit aus dem Wasser springen und in der Luft nach ihrer Beute greifen. Dazu müssen die Fische die Geschwindigkeit, Flughöhe und die Flugbahn des Vogels genau berechnen. Und das ist gar nicht so einfach. In der Natur gibt es auch andere Fische, die Vögel jagen. So jagt zum Beispiel der Riesentigersalmler Schwalben. Dafür lauern diese Raubfische an der Wasseroberfläche auf ihre über Wasser gleitenden Beute und greifen sie dann blitzschnell an. Otter. Trotz ihres schönen Aussehens sind Otter ein gefährliches Raubtier für viele Süßwasserfische. Diese Säugetiere sind aber bei weitem nicht so klein, wie es auf den ersten Blick scheint. Sie wiegen in der Regel bis zu 13 Kilogramm und werden mindestens 1 Meter lang. Und das Interessanteste ist, dass Otter ziemlich unersättliche Tiere sind und zur Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur gezwungen sind, täglich etwa 15% der Masse ihres eigenen Körpergewichts zu essen. Und das ist eine ganze Menge. Versucht es für euch persönlich auszurechnen. Wie bereits gesagt, ernähren sich die meisten Otter von Fischen, jagen aber auch oft Mollusken, Krabben und kleinere Säugetiere. Dabei sind sie aber durchaus in der Lage, auch größere Beute anzugreifen. Hier ist genau solch ein Fall. In diesem Fall beschloss das Krokodil, eines der kleinen Mitglieder einer großen Otterfamilie anzugreifen und stieß auf unerwarteten Widerstand. Andere Mitglieder dieser Otterfamilie kamen ihm dabei zur Hilfe. Auf dem Video ist zu sehen, dass die Otter in Richtung des Feindes schwimmen. Sie fingen an, ihn zu umgeben und am Schwanz zu beißen. Kurze Zeit später entwickelte es sich zu einem vollwertigen Angriff. Die Tiere springen von oben auf das Krokodil und versuchen es auf diese Weise zu ertränken.
Das Krokodil versucht zu fliehen und sich im Gebüsch zu verstecken, doch es ist zu spät. Die wütenden Verteidiger gehen noch in den letzten Angriff über und schwimmen weg. Infolge dieses tödlichen Kampfes sind zwei Mitglieder der Otterfamilie doch noch ums Leben gekommen. Kraken. Wer kann in der Meereswelt gefährlicher als ein Hai sein? Nun, vielleicht nur ein Schwertwal. Und wieder daneben. Manchmal spielt die Natur einen bösen Streich. Blitzschnell wird ein Hai Opfer einer Krake und nicht umgekehrt. Fairerweise muss man sagen, dass es sich in diesem Fall um einen relativ kleinen Dornhai handelt. Dieser Raubfisch wird etwa 1 Meter lang und bis zu 10 Kilogramm schwer. Dennoch ist es immer noch ein sehr gefährliches Raubtier, von dem sich kleinere Meeresbewohner versuchen fernzuhalten. Die Riesenkrake hat dabei 10 Meter lange Tentakel, mit deren Hilfe dieses Unterwassermonster solch einen kleinen Hai ganz einfach erwürgen kann. Darüber hinaus sind Kraken unglaublich clever. Zum Beispiel können sie Muscheln oder Korallen dazu verwenden, um sich mit dem Meeresboden zu verschmelzen. Bei Finnish Dory hat es der charismatische Hank bestens vorgezeigt. Mungos. Diese Schlange namens Schwarze Mamba hat in freier Wildbahn fast keine Feinde. Kein Wunder, schließlich kriecht sie mit einer Geschwindigkeit von 11 Stundenkilometern, greift oft zuerst an und setzt Gift frei, das dem Feind keine Chancen einräumt. Es wird angenommen, dass ein einziger Biss dieses Reptils 15 erwachsene Männer töten kann. Allein in Afrika sterben jedes Jahr etwa 20.000 Menschen am Gift der Schwarzen Mamba. Es gibt jedoch eine kleine Ausnahme, die niedlich aussehenden Mungos, die hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent und in Madagaskar zu finden sind und nicht mehr als 5 Kilogramm wiegen. Auch der englische Schriftsteller Rudyard Kipling schrieb in seinen Büchern über die Furchtlosigkeit der Mungos gegenüber giftigen Schlangen. Der Held einer seiner Geschichten war Rikki Tikki Tavi, ein tapferer Mungo, der in Sekundenschnelle mit giftigen Reptilien fertig wurde. Und das ist keine literarische Erfindung, sondern ein Tier aus dem wahren Leben. Meistens fressen Mungos kleine Nagetiere, Insekten und Beeren. Schlangen greifen sie wahrscheinlich eher aus Konkurrenz um Nahrung an. Gleichzeitig greifen Mungos die Schlangen niemals zuerst an. Sie versuchen, die Gegner zu reizen und lassen ihn zuerst in den Angriff übergehen. Dann beißen sie auf einen Schlag den Hals des Reptils durch. Aber was ist mit dem Gift, werdet ihr sagen? Einige glauben fälschlicherweise, dass die Körperzellen des Mungos einfach nicht anfällig dafür sind. Das ist aber nicht ganz richtig. Im Körper dieser Tiere kam es zu einer leichten Mutation, die Wirkung des Giftes auf die Rezeptoren hemmen. Bei mehreren Bissen hintereinander werden Mungos höchstwahrscheinlich dann doch sterben. Das Hauptgeheimnis dieses Tieres liegt deshalb in der Geschicklichkeit und Schnelligkeit und natürlich in der Furchtlosigkeit. Wespe. Die Kenia-Riesenvogelspinne ist die größte Vogelspinne in ganz Afrika. Sie hat 8 kräftige Gliedmaßen und kann die Größe eines kleinen Vogels erreichen. Es kann also den Anschein haben, dass alle anderen Insekten im Kampf mit dieser Vogelspinne überhaupt keine Chance haben. Jedoch gibt es hier eine Ausnahme. Vor nicht allzu langer Zeit gelang es Wissenschaftlern, einige Wespenarten zu entdecken, die Spinnen in Zombies verwandeln. Zombie. Mithilfe eines großen Giftstachels werden sie mit den Riesenvogelspinnen in Sekundenschnelle fertig. Dann legt solch eine Wespe in den Körper des noch lebenden Opfers viele Eier ab. Das bedeutet aber noch nicht das Ende der Qual für das Opfer. Sobald die Larven anfangen zu schlüpfen, beginnt ein noch spannenderer Prozess. Mithilfe einer Injektion eines speziellen Hormons lassen die Larven den Körper der Spinnen häuten und einen Kokon um sich herum bilden. Am Ende fressen die Larven ihr Opfer ganz einfach auf und nutzen das Spinnennetz für den zukünftigen Verpuppungsprozess. Hört sich ziemlich angsteinflößend an, so ist aber die Natur. Jaguar. Wovor haben Katzen große Angst? Richtig, dem Wasser. Und das ist nicht einfach eine Feigheit. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens stellt es für Katzen das Risiko einer Unterkühlung dar. Katzen haben im Gegensatz zu Hunden keine Angewohnheit, in einem Rudel zu kuscheln, um sich zu wärmen. Zweitens stößt nasse Wolle einen sehr starken Geruch aus, wodurch Beute abgeschreckt wird und sie zu einem leichten Ziel für andere Raubtiere werden. Darüber hinaus sammelt sich auf nasser Wolle mehr Staub und Schmutz an, der beim Putzen anschließend in den Magen gelangt. Trotz alledem können sowohl kleine als auch große Katzen in den meisten Fällen immer noch recht gut schwimmen. Einige Großkatzen lieben es, im Wasser herumzuspielen oder sogar darin zu jagen. Hier ist einer solcher Fälle. In diesem Video beschließt ein Jaguar, sich auf einen für ihn ungewöhnliche Beute zu stürzen, ein riesiges Krokodil. Schaut euch nur diesen spektakulären Sprung von einem steilen Ufer ins Wasser an. Auch in diesem Fall hat der Krokodil-Kaiman keine Chance. Der Jaguar greift ihn plötzlich und schnell an, ohne den Kaiman jegliche Chance auf Verteidigung einzuräumen. Dabei ist die Jagd auf Alligatoren für diese Wildkatzen nicht ganz typisch. Höchstwahrscheinlich greifen sie diese nur in Extremfällen an, wenn es in ihrem Lebensraum keine Kapibaras, Affen und Schildkröten gibt. Hier ist eine weitere interessante Tatsache über Jaguare. Vor nicht allzu langer Zeit haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Raubtiere spezielle Blätter essen, die psychoaktive Stoffe enthalten. Wobei sie dies nicht aus Versehen tun. Unmittelbar nach dem Verzehr dieser
Pflanze fangen Jaguare an, sich auf dem Boden herumzurollen, wie nach dem Verzehr der Katzenminze. Später verbessert diese Pflanze die sensorische Wahrnehmung der Wildkatzen und hilft ihnen bei der Jagd. Vielleicht haben diese Jaguare einfach etwas damit übertrieben. Das war's für heute. Bis bald.